Willkommen zurück zu Wolfenstein. Hier waren wir stehen geblieben. Legen wir los. Kamera 3, los, die Toilette. In die Totale. Stopp, Günther. Stopp. Was? Da. Scheiße. Bleib auf Sendung, Liebling. Na dann leg mal los. Mein Gott, das ist unmöglich. Oh Gott, töten Sie mich nicht. Bitte töten Sie mich nicht. Wir lassen alles weiterlaufen. Ich hab Sie sterben sehen. Das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Machen Sie die verdammte Sau fertig. Ganz ruhig. Ihr großer Auftritt, Terror Berlin. Spüren Sie ihn kommen, General. Ihren Untergang. Die besten Musikanten von hier bis zum Mond. Mond, ja, ja. In Ordnung. Also, willkommen zurück. Begrüßt Sie eine wahre Heldin. Die haben nur Pappkram. Einen der größten Namen, den wir je in der Sendung hatten. Die Geißel der Terroristen, General Engel. Danke! Vielen, vielen Dank! Engel! Nun, also, General, ich frage einfach mal ganz direkt. Erzählen Sie uns über Terror Billys Hinrichtung. Wie war das für Sie? Hä? Bestimmt ein ziemlich emotionaler Moment. Nun, Jimmy, ich weiß noch, als ich meinen Säbel schwang und dachte, jetzt sind wir sicher. Terror Billy war eine schreckliche Bedrohung. Ein Dämon in Menschengestalt. Aber ich habe gezeigt, dass selbst ein Dämon unserem Hammer der Gerechtigkeit unterliegt. Ich verspreche den Amerikanern, wenn Dämonen unter euch weilen, bringen wir sie zur Strecke. Wie William Joseph Blazkowicz werden sie brennen, bis sie keine anständigen Menschen mehr bedrohen. Das wird persönlich geregelt. Für Sie, Caroline. Ja, genau. Ja. Genau. Wow. Starke Worte, General. Starke Worte. Sie haben es gesehen. Es gab eine Menge Blut. Und es war ziemlich unschön. Aber ich konnte nur daran denken, wie dieser Mann mir meine geliebte Tochter Sigrun genommen hat. Tut mir leid. Oh, General, General, ich spreche wohl für ganz Amerika, wenn ich sage, dass Sigrun stolz auf Sie sein muss. Wo immer sie auch ist. Ja? Sie war immer etwas drall. Und empfänglich für schlechte Einflüsse. Oh, ja. Wir wollten uns ihrer schon, naja, Sie wissen schon, entledigen. Ah, entledigen. Sterbehilfe? Ja. Ah, ja. Okay. Aber okay. Dann hat sie sich gewandelt. Und dann sagte sie mir, Mutti, ich will abnehmen, denn ich will stark und gesund sein wie du. Oh. Oh. General, eine Frage. Wie schaffen Sie es, so schlank zu bleiben? Gute Gene und Disziplin. Ja, wunderbar, wunderbar. Aber dass Terror Billy jetzt Geschichte ist,
dürfte der wahre Beweis für unsere Entschlossenheit sein. Und dafür sind wir Ihnen stets dankbar, nicht wahr? Ja! Ja! Wir danken Ihnen! General Engel! Ich weiß ja nicht, ob die noch was erzählen. Wenn Sie erlauben, ich habe schon viele Persönlichkeiten interviewt. Aber nur wenige waren so derart integer und anmutig wie Sie, General. Und das sage ich nicht nur, weil sie mich dafür bezahlt hat. Wunderbar. Okay. Aber jetzt müssen wir uns etwas beruhigen und Geld verdienen. Wir sind gleich wieder da. Mit der Ausgeburt an Liebreiz, General Engel. Was zum Teufel? Ach du heilige Scheiße! Kopf abgetrennt! Terror Billy! Ich hab sie getötet! Oh, Scheiße! Egal! Lady, wir haben sie nicht auf. Das wird wohl nicht reichen. Sie sind jetzt unter Wölfen. Das ist unser Revier. Oh ja, Terror Billy. Oh Gott, seht euch an. Ihr stopft euch voll mit Bratwurst, während ihr vor euren Fernsehgeräten dahin vegetiert. Ihr lacht. Lacht über die Lügen, die sie euch auftischen. Lacht, bis ihr daran erstickt. Das ist nun vorbei. Das hat heute ein Ende. Meine Brüder und Schwestern der Vereinigten Staaten von Amerika, hört zu. Wir, der freie Widerstand, möchte, dass ihr euch uns anschließt. Lügen. Sie lügen. Sie drohen, sie foltern und sie töten. Sie machen euch gefügig. Sie schlagen euch. Sie machen bloßes Denken zu einem Verbrechen. Aber wenn ihr euch heute versammelt und euer Herz sprechen lasst. Ja. Dann gehört ihr zu uns. Genau. Und wenn wir euch heute Nacht mit einem Messer, einem Stein oder geballten Fäusten gegen das Regime kämpfen sehen, gehört ihr zu uns. Und wenn ihr heute Nacht auf eure Hände blickt und sie mit dem Blut unserer Unterdrücker getränkt sind, dann gehört ihr zu uns. Und wenn ihr eure Babys heute im Arm haltet und schwört, dass sie in Freiheit aufwachsen, gehört ihr zu uns. Habt ihr es vergessen? Sie haben den Krieg in unser Land gebracht. Uns geschlagen. Uns ermordet. Uns hingerichtet. Aber wisst ihr was? Heute erfahren Sie, dass Sie sich mit den Falschen angelegt haben. Ja. Meine Brüder und Schwestern der Vereinigten Staaten von Amerika, wir stehen zusammen. Und nichts und niemand kann uns unser Land nehmen. Heute Nacht werden Sie brennen. Heute Nacht gehört ihr zu uns.
Ein schöner Radstand. Anja. Der Regen. Du machst mich stark. Und gleichzeitig schwach. Willst du mich heiraten? Oh, William. You're so condescending. Your goal is never ending. We don't want nothing, not a thing. Das hat man sogar noch mit dem Sohn Luftschiff. We're not gonna take it.
Frieden. Okay. Okay, Blaskowitsch. Während die es krachen lassen und Revolution machen, erledigen wir den Rest und schalten alle restlichen Maschinenkommandanten aus. Schwingen Sie sich an die Enigma-Maschine und die Kriegskarte. Ich unterstütze Sie per Funk. Ebnen wir den Weg für unsere Leute am Boden. Nicht schlecht. Okay, wir haben hier noch ein paar Pünktchen. Oder waren wir da schon überall? Warte mal. Venus waren wir schon. Manhattan. New Orleans. Aber Venus müsste noch was sein. Da ist ja noch mal so ein 8. Noch ein paar Dinge zum Abhaken. Ja. Maschinenkommandant. Noch Maschinenkommandant. 34, guck mal. Sieht doch nicht aus wie 34. Das sieht auch nicht aus wie 34. 56, das kann schon sein, ja.
haben wir noch einiges vor uns. Killing Boot. Oh, da ist ein Fragezeichen. Nur noch gar nicht entdeckt. Das sieht doch nicht aus wie 36. 46 hat wohl eher. Okay, was gehen wir hier nach? Das Terminal können wir jetzt machen. Okay, Funkspursch abgefangen, bla bla bla. Ja, Profile, schicken wir dann so. Achso, wir haben 38 Codes. Das sind diese Dinger, die man von ja, diesen Typen mehr oder weniger dann einsammelt. Nach Eingabe entschlossen. Manhattan Bunker. So. Das liegt immer noch hier so blöd alles rum. Curtis, wie ich hörte, sind Sie ein bekannter amerikanischer Autor. Könnten Sie mir eins Ihrer Bücher ausleihen? Ah, Anna, Bücher. Opfer der Flammen in Pennsylvania. In Polen habe ich als Kind davon gehört, dass überall Bücher vernichtet wurden. Ja, das Regime macht sowas gerne. Also viele meiner Mitbürger also haben ihre Lügen geglaubt. Tommy Dev, noch nicht gesammelt. Ich glaube, das sind Entwickler, die irgendwie mit dran beteiligt waren. Das sieht zwar nicht so danach aus, aber... Ja, Kopfhörer. Okay, hier haben wir bloß eine. Ein JJ. Concept Arts haben wir auch welche gefunden. Das war mal unser Kinderzimmer, wie das aussieht, ne? Hier der Schrank, wo der Ring drin war. Hier rechts und das Bett. Da hängen auch Kinderbilder. Ich glaube, das war unser, ja, Kinderzimmer. Das ist der böse Keller.
Das ist auch das Teil, wo wir uns drauf angefesselt hat. Und wir auf den Hund schießen mussten. Oder sollten. Was wir ja nicht getan haben, was er dann gemacht hat. Ach, da sind wir aufgewacht, genau. In der Krankenstation. Ja. Okay, wir haben bloß die. Sind auch andere. So, die kann man dann noch durchkriegen, okay. Ja, die Mikrowellendinger, ey. Das sind nur 3 Stück. Das sind die Atombomben oder Atombomben halt, ne? Mhm. Hier noch. Das ist unser Heli. Die Hackerzentrale, ne? Ich das ruhig sehen. Brauche ich noch ein Netzwerkkabel? Jo, ziehst du einfach quer durch den Raum. Ach, das mit den Puppen hier, mit den Holzfiguren. Die Spielhalle. Boah, das ist ja cool, das Bild. Aus mehreren Bildern gemalt. Das ist von... Wie hieß der? Hass? Nee. Hass? Ja, irgendwie so. Der eine Typ, der nicht viel redet. Ja, Kantine. Was haben wir hier noch? Manhattan. Das sind Krebse. Ich habe überlegt, was ist das hier unten? Das sind Krebse. Dem alten Kudä. Cool. Das Haus, wo wir uns verirrt haben. Oder gibt's was das? Okay. Ach, hier sind wir doch zum ersten Mal auf diese XXXL-Maschine gestoßen hier bei dem Gebäude, wo der dann hier so innen drinne, sah glaube ich auch so, ja nicht ganz so aus, aber irgendwie die Treppe zumindest, wo wir hier so rüber gesprungen sind, und war doch der Typ da, der Riesen. Roboter. Taxi. Alter Schwede, Sinus. Was sieht aus? Sieht auch geil aus, irgendwie, es hat was. Unser neuer Körper. Die Beschreibung ist cool. Alles hinlegen, dann den anstecken, aber noch Hirnfrequenz hat, dann Blut geben. Irgendwie, keine Ahnung, was das für ein Kreislauf, wie das da funktionieren soll. Das alles funktioniert hat, alles lösen und den reinstopfen. Oh Mann, ey. Ja, hier sehen wir es nochmal, wie es angeschlossen wird.
Mit dem Doktor, ja. Das ist der Körper. Der Körper quasi an der Verwesung gehindert wird. Boah, das ist schon krass. Irgendwann wird das wahrscheinlich auch mal wirklich sein. Kontrollkabine 2. Ach, das war der Maschinenraum hier. Genau. Die U-Bahn. Ah, hier sind wir rüber geschwommen. Sieht zumindest so aus. Wo zum ersten Mal so ein Hund. Nee, warte mal, einen Hund hat man schon vorher mal gesehen. Aber auf der Straße war auch irgendwie so ein Hund. So ein feuerspeiender Waller. Canal Street. Das ist eine Straßenbahn. Das ist ein Transportbahnwagen. Ja, sieht cool aus. Okay, mehr haben wir nicht. Max Spielzeug. Mehr haben wir nicht. Schallplatte nochmal eine. Starcarden. Achso, das waren die. Haben wir schon gesehen, ne? Ja. Geil. Was haben wir noch? Todeskarten haben wir nichts. Gold, was können wir hier machen? Aha. Ein Luftschiff für 4 Personen. Plus Fliegermann wahrscheinlich, der das Ding steuert. So, war da noch mehr jetzt? Nee, ne? Nee. Ja, das ist ein Morbid. Wahnsinn. Unsere Eltern. Der Papa, der immer so. Ja, sagt man nichts mehr dazu. Und die wunderschöne Mama. Hier. Okay. Können wir hier eigentlich wieder was verbessern noch? Nagelgewehr. Vor dem Abschuss am Fliegen langsamer versuchen, ob deutlich mehr Schaden. Okay. Hier haben wir ja alles drin. Pistole, was haben wir hier noch? Magnum Munition, Reiter, oder das ist Schalldämpfer. Oh, Schalldämpfer wäre natürlich so. Das gewusst. Ich habe mich, glaube irgendwo mal aufgeregt, warum es hier keinen Schalldämpfer gibt. Jetzt haben wir einen. Ja, hat mal alles angeguckt. Die Karten, wir können ja noch mal da hier rumgucken. Die uns ein bisschen was erzählen. Max Haas heißt er, glaube ich, jetzt. So war es, genau. Max Haas.
das war unser Kapuff, ne? Hier war das Klo. Kommen wir gar nicht rein. Obwohl die Decke hoch genug ist, ich kann nicht so hochspringen. Ja, liebes Schweinchen. Siehst hungrig aus, Mädchen. Ja. Ja. Ein paar Notizen hier. Oh, da waren noch Bilder. Sagen, hier kann ich essen. Guck mal, hier ist das Bild. Da mal diese Bilder. Max Hass, ne? Ja, genau. Okay. Gehen wir mal Hackerzentrale durch und dann. Bitte, Mister, helfen Sie mir. Hi. Als wir aus Manhattan geflohen sind, habe ich eine Kiste voller Magnetbänder mit wichtigen Daten vergessen. Ich bin so dumm. Standorte anderer Widerstandszellen, Namenslisten, solche Sachen. Alles verschlüsselt, aber den Funkgesprächen aus dem Bunker nachzuurteilen, stehen Sie kurz davor, den Code zu knacken. Wenn Sie Ihre Magnetbandgeräte irgendwie sabotieren könnten, würden die Daten gelöscht. Einzelheiten finden Sie auf der Kriegskarte. Okay. Ich wusste gleich, dass Sie der Verkünder der Revolution sind, Mann. Wie wär's mit einer Runde an der Schießanlage? Ich stottere seit dem Bombenabwurf. Kann nichts dagegen tun, Mann. Jo, Frau. Dann arbeite da weiter. Alles klar. Mhm. Hallo. Gut, hat's gelöst, dass wir hier durchstehen. Neue Nebenquest. Mit hätten. So. Würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Ciao.